Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du aktuell Windows 11 komplett offline und ohne Microsoft-Account bei dir installieren kannst. Das ganze Video hier gilt für eine normale Installation für deinen PC als auch für eine virtuelle Maschine. Microsoft versucht gerade immer mehr die Lücken zu stopfen, um Windows 11 eben offline und ohne Microsoft-Account installieren zu können, denn sie wollen dich dazu zwingen, einen Account anzulegen. Denn Microsoft ist an allem interessiert, an deinen Daten. Wie du das Ganze eben ohne Microsoft-Account und eben auch dementsprechend komplett offline für etwas mehr Datenschutz hinbekommst, zeige ich dir hier in diesem Video. Ich selber empfehle auch noch nicht wirklich Windows 11 zu verwenden und empfehle hier tatsächlich ein Linux-Betriebssystem eher mehr. Ein ausführliches Video dazu und was auf dich dazukommt, habe ich schon mal erstellt. Für die, was interessiert, unten in der Videobeschreibung. Wie du dein Windows 11 auch etwas datenschutzfreundlicher hinbekommst, habe ich ebenfalls schon mal als Video erstellt. Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Um jetzt eben eine frische Windows 11 Installation anfertigen zu können, müssen wir Folgendes tun. Als erstes müssen wir uns die aktuelle Windows 11 ISO-Datei herunterladen. Hier in meinem Fall gibt es momentan das Update 2022, also Version 22H2. Link zu dieser Microsoft-Webseite gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, die aktuelle ISO-Datei herunterzuladen. Wir müssen lediglich hier einmal Windows 11 auswählen, dann hier auf Herunterladen klicken, dann hier die aktuelle Sprache auswählen, in der wir die ISO-Datei haben wollen. Wir wollen es hier natürlich in Deutsch. Bestätigen das Ganze noch einmal und laden dann hier die ISO-Datei in der 64-Bit-Version herunter. Je nachdem, wie schnell dein Internet ist, kann jetzt der Download von aktuell 5,2 GB einige Minuten in Anspruch nehmen. Und je nachdem, wie schlecht die Microsoft-Server gerade sind, dauert der Download etwas länger. Hier bekommen wir allerdings erstmal die normale Version. Wer möchte, kann auch zum Beispiel über UUP-Dump sich eine passende Windows-ISO selbst erstellen. Hier kann man auch problemlos die Windows-Insider-Previews herunterladen, ohne einen Account angeben zu müssen. Wie ihr das hinbekommt, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Link zu diesem Video ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Auch sind diese ISO-Dateien hier am Ende des Tages tatsächlich etwas kleiner. Mehr dazu gleich. Dann benötigen wir das Programm Rufus, denn damit können wir einen bootbaren USB-Stick erstellen mit einer passenden auserwählten Windows-ISO-Datei. Link zu diesem Programm gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wir müssen es einfach nur herunterladen. Also scrollen wir hier ein bisschen runter und wählen hier die portable Version einfach aus. Warum die portable? Ganz einfach, damit der Patch nachher sauber funktioniert, damit wir Windows 11 ohne Account installieren können, brauchen wir immer die aktuellste Version. Da das einfacher ist, hier die portable Version dann runterzuladen und einfach zu starten, würde ich die hier empfehlen. Dann ersparen wir uns einfach die Installation. Also wähle ich hier den portablen Download an und der lädt dann hier im Hintergrund auch schon runter. Perfekt. Dann brauchen wir zum guten Schluss hier nur noch ein Programm, wenn wir das aktuelle Setup wieder in eine ISO-Datei konvertieren wollen, wenn wir zum Beispiel virtuelle Maschinen aufsetzen möchten. Weil Rufus die ganzen Daten nur auf einem USB-Stick ablegen kann, können wir eben schlecht von virtuellen Maschinen davon booten. Deswegen können wir hier auch einfach wieder eine ISO-Datei erzeugen, damit wir die zum Beispiel auch als Sicherung noch irgendwo hinschieben können mit der Information, das ist eine gepatchte ISO-Datei, die funktioniert auch offline. Deswegen laden wir uns das Programm NT Lite einfach kurz herunter, ist für den Heimgebrauch komplett kostenlos, also keine Bedenken. Wir können hier einfach auf den Download drücken. Link dazu ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und wenn das Programm hier gespeichert hat, dann müssen wir eigentlich nur noch abwarten, bis Windows heruntergeladen ist. In der Zwischenzeit müssen wir nur noch einen Schritt tun, und zwar einen USB-Stick besorgen. Ich habe jetzt hier an mein System mal einen USB-Stick mit 64 GB angeschlossen. Wenn ihr die normale Windows-ISO von der Microsoft Homepage verwendet, sollte euer USB-Stick mindestens 8 GB groß sein. Denn Windows braucht mindestens das an Speicherplatz, um auf einem USB-Stick landen zu können. Wenn ihr über UUP-Dump euch eine passende ISO-Datei angefertigt habt, dann kann es sein, reicht euch auch schon ein 4 GB USB-Stick. 8 ist aber definitiv zu empfehlen. Habt ihr diese Vorbereitung abgeschlossen, müssen wir lediglich noch abwarten, bis der Download beendet ist. Dann können wir weitermachen. So, ist auch mein Download hier abgeschlossen, kann ich tatsächlich den Browser wieder schließen, denn den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich gehe dann hier in mein Download-Verzeichnis und habe hier dann erstmal meine drei Dateien. Als allererstes gehe ich einmal hin und starte hier Rufus,
Drück dann hier, falls die Smart Screen Meldung kommt, auf Ausführen und starte dann das Ganze einmal als Admin, deswegen hier auf Ja. Soll er auf neue Versionen prüfen? Nein, heute mal nicht. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, eben meinen USB-Stick als Ziel auszuwählen. Je nachdem, wie viel Laufwerke und eben SD-Kartenleser ihr im PC verbaut habt, ist die Liste hier gegebenenfalls etwas größer. Achtet darauf, dass ihr hier den richtigen USB-Stick auswählt, denn der wird nachher gelöscht. Also alle Daten, die drauf sind, sind weg. Macht davor noch eine Sicherung, falls dort noch Daten drauf sind, die ihr für wichtig betrachtet. Nachdem wir dann hier den USB-Stick ausgewählt haben, können wir hier bei Startart auswählen, wie das ganze Ding gemacht werden soll. In der Regel passt hier Medium oder Abbild. Dann können wir hier über den Auswahl-Button die aktuelle Windows-ISO auswählen. Also drücken wir hier drauf, landen dann hier automatisch im Download-Verzeichnis, was jetzt hier bei mir schon passend ist. Hier habe ich jetzt die aktuelle Windows 11 ISO drin, also wähle ich die an und drücke hier einmal auf Öffnen. Er hat jetzt automatisch schon erkannt, dass es sich hierbei um eine Windows 11 ISO-Datei handelt. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel mit UUP-Dump macht, kann es passieren, er erkennt hier noch nicht direkt eine Windows 11 ISO-Datei. Dann müsst ihr halt noch hier das Ganze passend einstellen. Sprich hier einmal Standard Windows Installation auswählen, dann hier bei Partitionsschema GPT auswählen und Zielsystem UEFI in Klammer ohne CSM. Ihr könnt hier unten die Laufwerksbezeichnung noch anpassen, sprich von USB-Stick ändert sich der Name gleich ab auf das, was hier drin steht. Ist mir jetzt erstmal egal, deswegen kann ich das so belassen. Wir können dann hier bei Dateisystem noch NTFS auswählen, sollte das nicht automatisch drin stehen. Und bei Größe der Zuordnungseinheit 4096 Byte auswählen. Ist das alles so eingestellt, drücken wir hier auf Start. Dann sagt er noch, hey, pass mal auf, ich habe hier sowieso Windows 11 erkannt. Möchtest du, dass ich noch folgende Dinge tue? Zum einen können wir hier die Regel entfernen, dass Windows 11 auch auf System unter 4 GB RAM startet und Secure Boot sowie TPM 2.0 ignoriert wird. Also falls ihr das nicht habt, dann lasst das Ganze hier angehakt oder falls ihr eins davon nicht habt, lasst das eben angehakt, damit diese Checks hier nicht stattfinden und ihr Windows 11 problemlos installieren könnt. Ebenfalls haben wir hier auch die Möglichkeit eben anzuwählen, damit wir eben keinen Microsoft-Account angeben müssen bei der Installation und einfach das Ganze ganz einfach durchklicken können. Somit haben wir nur noch ein lokales Profil und kein Microsoft-Account. Wir können dann auch zum Beispiel hier auswählen, damit eben die Datenschnüffelsachen direkt abgewählt werden, die eben bei der Ersteinrichtung abgefragt werden. Das ist ganz praktisch, deswegen hake ich das Ganze auch noch gleich mit an. Wer möchte, kann auch hier noch den Haken setzen, damit der lokale Account automatisch so benannt wird, wie der Account, unter dem wir hier gerade dann den USB-Stick anfertigen. Wer sowieso einen neuen Namen angeben möchte, der setzt den Haken nicht. Ebenfalls können wir die Orteinstellungen, also wo wir zu Hause sind, sowie auch Sprache zum Beispiel, automatisch vom bisherigen System übernehmen lassen. Dann wird das Ganze auch übersprungen. Ich würde auch sagen, der eine Klick, der ist es uns noch im Setup dann wert. Das passt. Ich brauche den Haken hier nicht. Dann drücken wir auf OK. Bestätigen dann hier noch einmal die Meldung, damit eben alles auf dem USB-Stick gelöscht wird mit OK und lassen Rufus jetzt den USB-Stick erstellen. Je nachdem, wie schnell dein Stick ist und ob er mit USB 3.0 auch angeschlossen ist, kann der Vorgang jetzt wieder einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Lass Rufus seine Arbeit also hier erledigen, damit du gleich einen bootbaren USB-Stick hast. Solange das Ganze jetzt hier läuft, kann ich dir auch nochmal ein Video ans Herz legen, und zwar warum du vielleicht mal Gedanken machen solltest, ein Linux-Betriebssystem zu verwenden, was dort für Aufgaben auf dich zukommen. Dazu habe ich schon mal ein passendes Video erstellt. Link gibt es auch unten in der Videobeschreibung für den Zeitvertreib. Dann möchte ich natürlich noch anmerken, soweit du eben jetzt deinen USB-Stick für die Installation auf anderen Geräten verwenden möchtest, musst du nur noch das hier abwarten und bist damit fertig. Möchtest du allerdings noch eine ISO-Datei haben, um eben zum Beispiel neue virtuelle Maschinen erstellen zu können, dann müssen wir jetzt noch weitermachen, denn gleich haben wir nur einen bootbaren USB-Stick, der bringt uns aber für virtuelle Maschinen nicht so viel. Deswegen gehen wir jetzt noch hin und lassen mal Rufus hier arbeiten und installieren uns jetzt nebenbei noch das kleine Programm NT-Lite. Das können wir jetzt kurz machen, das geht hier ganz gut nebenher. Also starte ich das Setup, drücke hier noch einmal auf Ausführen, bestätige dann hier die Admin-Abfrage noch einmal mit Ja, lese mir dann natürlich hier den ganzen Lizenzquatsch einmal durch und stimme dem ganzen Ding natürlich zu, sonst geht es nicht weiter. Also drücken wir hier noch auf Weiter. Der Installationspfad passt für mich jetzt, also drücke ich wieder auf Weiter.
Kann dann hier noch eine Desktop-Verknüpfung anfertigen lassen. Perfekt, das passt. Wir drücken dann hier wieder auf Weiter und lassen das ganze Ding kurz installieren. Nachdem es dann installiert ist, kann ich hier den Haken kurz rausnehmen mit Starten. Ich drücke hier einfach auf Fertigstellen, denn damit habe ich jetzt alles getan. Ich muss jetzt nur noch darauf warten, bis Rufus hier seinen Job abgeschlossen hat. So, wir sehen dann auch, er ist fertig. Er hat jetzt bei mir 4 Minuten und 6 Sekunden gebraucht, um den USB-C anzufertigen. Wir haben dann die Möglichkeit, hier wieder auf Schließen zu drücken. Da drücken wir jetzt einfach drauf und dann geht auch Rufus wieder zu. Wir sehen dann auch hier über den Explorer, wir haben jetzt hier eben meinen USB-Stick und wenn ich hier reingucke, habe ich hier die ganz normalen Windows-Installationsdaten. Ich könnte den jetzt eben verwenden, um eben davon zu booten. Um jetzt hier raus eben noch eine passende ISO-Datei wieder anzufertigen, gehen wir dann einfach hin, starten hier das Programm NT-Lite als Admin natürlich, deswegen sagen wir hier noch einmal Ja. Dann haben wir hier den Lizenzquatsch. Wir drücken hier einfach den Punkt an, kostenlos, in Klammer beschränkt, nicht kommerziell, passt für uns. Drücken dann hier auf OK. Machen das Ganze dann hier kurz als Vollbild. Gehen dann hier auf Hinzufügen. Wählen ein Image-Verzeichnis aus. Wählen dann hier einfach unseren USB-Stick aus, was jetzt hier in meinem Fall Laufwerk E ist. Drücke auf Ordner auswählen. Dann landet der hier drin. Und wir kriegen dann automatisch hier die Windows-Version jetzt aufgelistet, die auch nachher bei der Installation zur Verfügung stehen, dass wir eben auswählen können, welche Version wollen wir denn installieren. Ich drücke hier einfach das Laufwerk E an, also den gesamten USB-Stick. Und dann habe ich auch hier oben jetzt Auswahlmöglichkeiten frei. Ich drücke dann hier einfach auf ISO erstellen und wähle dann einfach einen Speicherort aus, wo er denn die ISO-Datei hinpacken soll. Auf den USB-Stick zu machen ist jetzt nicht die schlauste Idee. Deswegen gehe ich hin und packe das Ganze hier wieder in das Download-Verzeichnis und benenne das Ganze dann nicht NT-Lite, das ist so ein bisschen nichtssagend, sondern drücke hier einfach kurz meine ISO-Datei an, die ich habe und benenne das Ganze dann einfach um in zum Beispiel Offline-Installation. Weil dann weiß ich automatisch, das ganze Ding habe ich jetzt schon editiert, das funktioniert auch offline und ich habe hier auch die aktuelle Versionsangabe dann mit drin, weiß also von wann die Datei ist und kann sie vom Aktualitätsgrad her etwas zuordnen. Ich drücke dann hier auf Speichern, kann dann das Ganze hier nochmal angeben, das ist einfach nur intern der Name. Hier kann ich da auch nochmal angeben, Win11-22A2 offline. Drückt dann wieder auf OK und schon wird die ISO-Datei erstellt. Das sollte jetzt nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Der liest jetzt eben die Daten vom USB-Stick wieder runter. Je nachdem, wie schnell der eben ist, kann es dann doch noch 1 oder 2 Minuten in Anspruch nehmen. Das Erstellen der ISO-Datei hat jetzt bei mir ja in etwa 4 Minuten gebraucht. Der Vorgang hier wird jetzt vielleicht 3 Minuten brauchen. Also gebt dem System kurz die Zeit, die ISO-Datei zu erstellen. So, ist auch das abgeschlossen, kriegen wir dann hier die Info angezeigt, dass er fertig ist. Wir können das Ganze mit OK bestätigen und könnten dann weitere ISO-Dateien anfertigen. Aber für uns hat das Programm jetzt den Job getan, für den wir es nutzen wollen. Wir können das Ganze wieder schließen. Wenn wir dann in unseren Download-Ordner gehen, dann haben wir jetzt hier eben die Windows 11 ISO-Datei, die haben wir jetzt hier. Und wenn ich jetzt die hier einfach in meinem System mounte, also per Doppelklick einmal aufmache, dann habe ich hier jetzt eben die Daten. Kann eben von hier aus jetzt auch Windows 11 nochmal frisch in meinem aktuellen System installieren, wenn ich möchte. Aber das möchte ich nicht. Um jetzt aber zu überprüfen, ob das Ganze funktioniert, habe ich jetzt hier schon mal mein Proxmox-Cluster aufgemacht und werde jetzt hier kurz die Windows 11 ISO hochladen. Und dann werden wir jetzt gleich eine neue virtuelle Maschine kurz davon erstellen. Also schließen wir das Fenster, erstellen eine neue VM, nennen wir das einfach kurz VM Win11.tut, gehen hier vorwärts, sagen dann hier, das ISO-Image ist hier meine Offline-Installation. Das ist natürlich noch ein Windows 11 bzw. Server 2022. Vorwärts, lasst das Ganze hier in den Standardeinstellungen. Könnt jetzt hier eben noch ein EFI Storage auswählen und ein TPM Storage. Das kann ich jetzt angeben, muss ich aber nicht. Gehe dann hier wieder auf Vorwärts, kann dann hier eine Festplattengröße angeben. Ja, wir geben dem Ding mal 40 GB, dann hat es zumindest ein bisschen
Speicherplatz, um zu installieren. Windows 11 ist ja so ein Riesenviech. Das braucht man schon so ein paar Gigabyte. Was Device lassen wir hier auf IDE, sonst funktioniert es nicht. Vorwärts, dass es ein bisschen schneller geht, machen wir hier mal 4 Kerne. Wir können hier das Ganze auf 4 GB belassen. Er dürfte auch nicht meckern dadurch. Wir können auch weniger machen. Dann wieder auf Vorwärts. Netzwerk Intel E1000 reicht hier momentan. Bestätigen, abschließen, jawohl. Was ich allerdings jetzt tun werde, ist, das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig für die, wo es per USB-Stick installieren. Wir gehen hin und stecken den Netzwerkstecker aus. Also passe ich hier meine virtuelle Maschine an bei Hardware. Gehe hier auf die Netzwerkkarte, bearbeiten. Gehe dann hin und setze den Haken hier unten bei erweitert und trenne das Ganze, dass wir eben den Netzwerkstecker gezogen haben. Und erst jetzt starte ich die virtuelle Maschine. Also drücke ich hier oben auf Starten, kann dann hier in die Konsole wechseln und im Netzwerklosen Modus kann ich das ganze Ding starten, muss hier irgendeine Taste eben drücken, damit das Ganze startet. Sieht soweit ganz gut aus. Lass mal kurz mal die ISO-Datei booten. So, dann kriege ich hier das ganz normale Setup angezeigt, kann hier auf Weiter drücken, kann hier sagen, jetzt installieren. Habe hier jetzt natürlich keinen Produkt-Key, deswegen drücke ich hier unten, ich habe keinen. Und dann kann ich hier eben meine Version auswählen, die ich installieren möchte. Wenn ihr euch mit UUP-Dump eben ein Image erstellt habt, dann kann die Liste jetzt etwas kleiner sein. Ich wähle jetzt hier einfach mal Windows 11 Pro aus und drücke hier auf Weiter. Muss natürlich leider dem Software-Quatsch auch hier zustimmen. Mit der AGB, dass das in Ordnung geht, drücke hier wieder auf Weiter. Kann dann hier noch auswählen, wohin das Ganze installiert werden soll. Ich habe hier nur meine 40 GB Festplatte und auch hier jammert er schon. Eigentlich hätte ich gern lieber 52. Ja, Windows passt trotzdem auf die 40 GB. Also drücken wir hier auf Weiter und lassen das Ganze installieren. Ihr merkt, ich wurde jetzt nicht aufgehalten, dass ich irgendwas nicht hätte. Hätte ich jetzt keine 4 GB RAM, hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich kein TPM, hätte ich das nicht geschafft. Von dem her, ihr seht, das Ganze läuft jetzt sauber durch. Lassen wir das Ganze also noch kurz installieren und gucken mal, ob wir uns gleich ohne Microsoft-Account ein aktuelles Windows-Konto erstellen können. So, wir sind fertig. Die Installation ist durch. Wir sollen ihn neu starten lassen. Dann tun wir das jetzt noch kurz. Jetzt ist auch noch ein Zeitpunkt, spätestens jetzt solltest du das Netzwerkkabel auch ziehen an deinem Rechner, falls das noch nicht geschehen ist, damit eben die Offline-Installation sauber funktioniert. Das erste Mal starten kann dann einen kleinen Moment Zeit in Anspruch nehmen, das ist vollkommen normal. So, und dann startet hier Windows 11, das ist jetzt die Ersteinrichtung dann davon, die sollte jetzt im Offline-Modus funktionieren. Denkt daran, jetzt muss auch euer Netzwerkkabel definitiv gezogen sein, damit eben der Rechner keinen Kontakt ins Internet hat. Wir können dann hier einmal Deutschland auswählen, das ist korrekt, einmal auf Ja, dann Tastaturlayout hier eben auf Deutsch belassen, das passt, einmal wieder auf Ja. So, weitere Layouts brauchen wir nicht, dann überspringen. Und jetzt stellt er fest, wir haben ja gar kein Internet. Und normalerweise wäre es jetzt so, dass wir zwingend Internet anschließen müssen, damit sie eben weitergeht. Wir haben aber jetzt durch den Patch eben die Möglichkeit, hier auszuwählen, ich habe kein Internet, also können wir hier drauf drücken und dann hier einmal auswählen mit eingeschränktem Setup fortfahren. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ein lokales Konto anzugeben. Also kann ich jetzt hier zum Beispiel Tutorial als Benutzername angeben, drücke dann hier auf Weiter. Kann dann hier noch ein Kennwort angeben. Ich kann es auch einfach momentan mal leer lassen. Drücke also einfach auf Weiter. Und schon wird mein Windows 11 ohne Microsoft-Account installiert. Das kann eben jetzt, je nachdem wie schnell dein Rechner ist, nochmal einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Aber sobald wir dann den Desktop gleich sehen, können wir auch das Netzwerkkabel wieder stecken. So, wir haben es geschafft. Hier ist das Startmenü mit jede Menge momentan leere Kacheln, weil hier wird jetzt gleich Schrott reingeladen, wenn wir eben den Netzwerkstecker stecken. Momentan habe ich ja noch keine Internetverbindung, also gehen wir jetzt hin, wählen dann hier bei mir bei der Hardware wieder den Netzwerkadapter aus und machen hier den Haken mit Trennen weg, damit wir eben jetzt Netzwerkzugriff haben. Gehe dann zurück in die Konsole, habe dementsprechend meinen Netzwerkstecker gesteckt. Wir sehen hier, wir haben jetzt Internetzugriff. Und damit läuft mein Windows 11 jetzt mit einem lokalen Account. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, meine weiteren Windows 11 Videos zu sehen, wie man zum Beispiel den Datenschutz einstellt, wie man weniger Schrott im Hintergrund laufen lässt, damit eben mehr Ressourcen für deine Anwendung, die du wichtig findest, zur Verfügung stehen und sonst noch ein paar Einstellungen hier eben im System treffen kann. Wenn das Video gefallen hat,
dann lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle natürlich den Kanal an deine Freunde weiter, soweit die auch Windows 11 mit einem lokalen Windows-Konto installieren sollten. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und hau rein!